Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, was meine spielerische Leistung so angeht. Bin ich 100% zufrieden mit meiner Abschlussverwertung, mit meiner Chancenverwertung. Da haben wir eigentlich, da hätten wir mehr zeigen können, auch wenn wir das letzte Spiel 4-1 gewonnen haben. Aber es war viel zu spät, als der Gegner komplett aufgemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass ich das jetzt wieder besser hinbekomme. Und vielleicht auch meine Spieler einfach wieder ein bisschen kaltschnäuziger vom Tor sind. So, 85er gegen 86er. Beide Wechselspieler auf der Auswechselbank. So. Ja, dann beobachten wir mal weiter. Gueye und Can. Im ersten Spiel ist mir mehr Gueye als aufgefallen als Can, muss ich sagen. Aber ja, egal. Ich glaube, es waren beide ganz gut, aber Can halt, ne? Can hat 400.000 gekostet, also der muss eigentlich schon abgehen wie eine richtige, also wie eine absolute Bombe. Er muss eigentlich mindestens abgehen wie ein Vidal oder so. Ach du Scheiße. Komplett, nicht komplett, aber viel geboostet, viele Informs, normaler Benteke und Boni, aber vor allem in der Verteidigung. Informs, und das waren auch eher billige Informs, was wie Shawcross und sowas und Schmeichel, die sind nicht teuer. Also, das sah auf den ersten Blick schlimmer aus, als es ist, glaube ich. Aber egal. Konzentrieren, wir haben das bessere Team, aber er hat auch geboostet. Konzentrieren, wieder die Abschlüsse zu suchen. Noch besser in der Abwehr stehen. Ich will nicht jetzt jedes Mal in jedem Spiel mindestens ein Gegentor fressen. Deswegen noch besser in der Abwehr, konzentriert, keine Fehler machen. Und jetzt komm. Er hat mit Boni und Benteke natürlich auch zwei ziemliche Panzer da in der Offensive stehen. Vom Reed macht das gut. Schöner Pass auf Arnautovic, der Platz hat. Ah, Scheiße, ich dachte nicht, dass er sich so weit vorlegt. Ich wollte halt schön noch mal außen vorbeiziehen. Tunnels. Oh, er läuft leider nicht durch. Gut gemacht von Arnautovic. Okay. Konzentrieren. Shawcross ist super langsam, aber er war halt leider schon zu dicht dran, sodass er wir ihn nicht abhängen konnten. Das ist nicht so einfach. Scheiße. Schade, leider geblockt wurden, aber ich denke ganz gut rausgespielt, die Chance. Also, Benteke, du hast lange keinen Kopfball mehr gemacht, vor allem nach einer Ecke, es wird mal wieder Zeit. Ja, hat er sich gut durchgesetzt, aber leider war Schmeichel noch dran, war ein bisschen zu nah halt an den ersten Pfosten. Jetzt aber. Ich wusste es! Ich wusste es, verdammt nochmal! Ich hab's gewusst, Mann! Ich hab gesagt, jetzt aber! Oh, geil, Mann! Benteke, dieses Tier. Ich brauche den einfach nur für die Kopfbälle. Alles andere ist scheißegal. Nee, Quatsch. Er macht ja auch ab und zu mal mit dem Fuß. Hat noch eine gute Kraft. Aber ohne Scheiß, ohne die Kopfbälle hätte ich ihn wahrscheinlich schon lange ausgetauscht, weil er macht jetzt nicht so viel mit Fuß. Stell dir mal vor, der wäre wie Mali und aber hätte die Kopfballstärke. Wie, der hätte jetzt wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, dreimal so viele Tore gemacht oder Scorerpunkte, wie er Spiele hatte. So, jetzt aber konzentrieren. Wir führen nur 1-0 und wir müssen immer noch das Spiel hier gewinnen. Und zu Ende bringen und dann gewinnen. Das war zum Beispiel schon wieder nicht so geil. Aber Mané bringt Körperstärke mit und führt das Ganze dann zum Glück auch zu Ende. Ja, er lässt sich nicht so einfach austribbeln. Er hat Van Aanholt drin, aber ich glaube nicht die Info davon.
Jetzt konzentrieren. Mir gefällt das eigentlich gerade nicht, wie ich spiele gegen ihn. So, jetzt kann man nehmen mal seine Pace ausspielen. Schade. Aber die nächste Ecke. Komm, Benteke. Hat er schon mal zwei Kopfballtore in einem Spiel gemacht? Ich glaube ja, ne? War das direkt im ersten oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber jetzt macht er direkt noch eins. Komm. Schade. Smalling. Der bringt mir nicht so viel. Wieder eine Ecke? Ja. Komm, komm, komm. Scheiße, das war dumm. Das war leider dumm. Das ist kein Foul, oder was? Oh, fuck, wie ihr den wirklich rausgegrätscht bekommt. Sehr gut von Reed. Oh nein, das hätte ich auch nicht gedacht, dass er den so rausspitzelt. Rennt gerne hin und her. Ich muss jetzt auch wieder mal schnellere Pässe machen. Ich merke, dass der dagegen hat er Probleme. Oh, wir waren zuletzt rein. Fuck. Ecken sind halt echt so eine Waffe hier mit der englischen Mannschaft. Oder mit der Premier League Mannschaft. Scheiße, das Seitenwechsel war dumm. War einfach zu viel Platz. Zu viel Platz, zu wenig Platz. Aus der Drehung, ultra gefährlich. Richtig krass. Jetzt aber aufpassen. Aber wie gesagt, man hat es auch jetzt. Oh, da haben wir Glück. Okay, es könnte mittlerweile 1-1 stehen. Es hat mir auch nicht mehr so gefallen, wie wir jetzt am Ende so gespielt haben, muss ich zugeben. Mit der Bräune mal eine richtig gute Chance gehabt, aber ansonsten halt aus dem Spiel eigentlich nichts. Ich meine, klar, Ecken reichen auch, aber. Und warum er den nicht auf Benteke flankt, ist mir halt auch ein absolutes Rätsel. Naja, stand komplett frei, was soll ich da machen? Ich denke, hätte ich nicht doppeln dürfen. Ich glaube, da habe ich irgendeinen Spieler abgezogen. Aber ja, es hat mir auch nicht mehr gefallen, wie ich da irgendwie gespielt habe und durchgekommen bin. Wenn ich ehrlich bin. Ich überlege auch, ob ich hier die Formation mal wechsle, weil nur über außen muss ich überlegen. Habe ich mal ein 4-1-2-1 probieren, mehr mit dem Kombinieren halt. Ich denke, ich probiere mal ein 4-1-2-1-2. De Bruyne, Mané nehmen wir da. Boah, wer ist denn jetzt im Spiel nach vorn besser? Can oder Gueye? Warte mal, Moment, wer ist denn jetzt gelb? Gelb ist Gueye, also ist blau Can. Blau ist De Bruyne jetzt und jetzt ist blau Can. Nee, Quatsch, hä? Gelb ist der andere. Ach, jetzt haben wir wieder nichts gemacht. Tunnels.
So, Arnautovic, ist gelbe verändert sich. Okay, also ist blau schlechter, also ist Can im Spiel nach vorne besser, also nehmen wir Can auf rechts, alles klar. So, jetzt konzentrieren, komm, komm, wir können auch ein Tor machen. Oh, Pfosten, okay. Aber er hatte ja auch einen Pfostentreffer, von daher passt das schon. Sollte nicht dahin gehen, haben wir aber Glück, dass der dann doch noch mal kommt. Schade. Hat die viel schlechtere Mannschaft im Sturm. Aber wie gesagt, hat er halt auch Boostkarten. Da kann ich nicht einschätzen, wie die geboostet sind. Kann halt sein, dass der ziemlich auf Pace oder so gegangen ist. Das weiß ich nicht. Na also, oh, schönes Tor von Arnautovic, schönes Tor. De Bruyne macht die Vorlage. War nicht einfach das Tor, war nicht einfach. Sehr geil. Schwachen Linken. Umstand hat auf jeden Fall das gebracht aufs 4-1-2-1-2. Das ist eine schöne Überschlappenrutschen. Ich glaube, Schmeichel sieht ihn auch erst relativ spät. Ist ja ein guter Torhüter eigentlich, habe ich auch. So, und jetzt hoffen wir mal, dass die Formation auch defensiv wieder gut ist. Bleiben wieder nicht dran, die Dummies. Zum Glück ist Reed da. Kilometer vorbei. So, Benteke, wo ist er denn? Ich glaube, das da müsste sein. Ach nee, das ist Mané. Oh fuck. Ich habe Benteke links hingestellt. Das macht nichts. Schade. Oh, was? Damit habe ich nicht gerechnet, dass er den Ball das so abgenommen bekommt. Boah, ich hatte auch schon noch passend gedrückt. Machen wir ein bisschen Glück. In den 70.
Vor allem keine ekligen Konter fressen. Schade. Ein bisschen Glück. Der soll auf die auf Arnautovic gehen und nicht auf De Bruyne. Hervorragend gespielt. Sehr gut. So, jetzt gehen wir auf Zeit. Jetzt gehen wir auf Zeit. Jeder Sieg zählt. Das ist halt auch ein Foul, Freunde. Ich habe es wieder nicht geschafft, auf Zeit zu gehen. Und jetzt ein Torfress ist wieder super bitter. Ah, ich werde nicht bestraft für meine Offensivheit, zum Glück. So, jetzt ist das Spiel eigentlich durch. Ja, nice. Ich denke, der knappe Sieg geht absolut okay. Ich muss wirklich zugeben, der Gegner hat sehr gut gespielt mit dem Team, das er hat. Also, es ist ja eher ein schwaches Team. Aber wie gesagt, kann natürlich sein, dass es gar nicht so schwach war, aufgrund der Tatsache, dass er einige Boostkarten hatte. Tore, Arnautovic, Benteke, Vorlagen, zweimal De Bruyne, schön. Ja, aber ich habe erstmal gewonnen, das ist erstmal wichtig. Und es war kein unverdienter Sieg, kann man sagen. Aber der Gegner hat gut gespielt mit seinem eher schwächeren Team. So. Jetzt schauen wir mal, ob ich nach 6 Spielen so gut oder schlecht bin wie beim letzten Mal. Wenn ich jetzt gewinnen sollte, bin ich Sieg besser nach 6 Spielen. Wenn ich verlieren sollte, bin ich genauso gut wie beim letzten Mal. Aber ich will natürlich jedes Spiel gewinnen und ich weiß, dass es möglich ist. Letztes Mal hat es mir ja gezeigt. Ich muss nur jedes Spiel wieder bei Null anfangen und mich konzentrieren. Ja, und vor allem immer nach jedem Spiel wechseln, weil das besser ist, wie ich gemerkt habe. Es ist zwar die Bundesliga nicht voll, weil wir beim letzten Mal 2 Spiele gemacht haben, aber wie gesagt, wenn wir jetzt immer hin und her wechseln, regenerieren die sich halt. Und die sind jetzt auf jeden Fall voller als die Premier League. Wir haben nämlich manche 94, wie man sieht, 93, 93, viele 93, ja, die ist schon fitter. Ist doch immer eine kleine Umgewöhnung, dass man nicht mehr so kopfballstark ist nach einer Ecke, aber dafür ist Mali halt einfach irgendwie so torgefährlicher. Spielt halt krasser mit und alles. Mit dem Fuß macht Benteke halt echt nicht so viel. Ne? Also man hat nicht so viele Chancen mit dem Fuß, muss man sagen. Kommt schon viel über die Flanken, über die Ecken. Hat halt auch die ein oder andere Vorlage gemacht. Wir können mal nach dem Spiel dann schauen, wie... Oh, bitte nehmen wir es. Oh, nee, da habe ich keinen Bock. Oder wir könnten... Das geht, glaube ich. Ja, das Rot ist hell genug. Schauen wir mal. Jetzt kommt... Okay, ist ein gemixtes mit einem krassen Bundesliga-Teil und einem krassen Liga-A-Teil. Er hat auch interessante Foot Champions-Karten gezogen. So, jetzt konzentrieren. In der Abwehr wieder besser stehen als im letzten Spiel. Ansonsten. Oh, er spielt Martinez. Das war, glaube ich, Info Martinez. Das ist aber relativ langsam für den Innenverteidiger. Hier oben ein bisschen, ja, genau das habe ich gesehen, aber erst zu spät. Ah, und da geht es aus. Ah, ich denke, Hector hätte das auch geregelt. Ja, ist das? Stindl, ja, Stindl ist nicht schnell. Oh, ist ein Stück weiter vorn, wollte ich gerade sagen. Wir waren zuletzt dran, okay. Boah, da hat er Glück. Da hat er Glück. Da hat er kein Glück mehr. Hat er Glück, dass es kein Foul gibt, meiner Meinung nach? Da hat er wieder Glück. Was ist denn jetzt los hier?
Endlich. Dembele, solche Distanzschüsse erwarte ich von Dembele. Vor allem, wenn er halt seinen starken Linken verwenden kann. Das war einfach nur wieder ein Strich. Das war einfach nur wieder ein Strich. Sehr, sehr geil. Aber auch den Fehler des Gegners genutzt. Er hat 100 Mal Glück gehabt, bis dann endlich der Ball bei mir war. Und dann einfach mal kurz durchkombiniert. Und zacki bumm ist das Ding halt drin. Und natürlich perfekt oben in die linke Ecke. Das war auf jeden Fall unhaltbar. Den hält wahrscheinlich kein Tor der Welt. Jetzt aber nicht wieder ein Gegentor fressen. Wir haben auch im letzten Spiel wieder ein Gegentor gehabt. Das will ich nicht. Wir werden jetzt defensiv gut spielen und zu Null spielen. Und im besten Fall noch mehr Tore machen. Sehr schön von Dembele gegen Alaba. Tolisso hat er auch, guter Mann. Oh, schwacher Pass eigentlich. Wollte die Flanke, den Abschlag eigentlich auf Reus bringen, hat er trotzdem geklappt. Ich glaube, das hat dann einfach Sommer aufgrund seines guten Abschlags selber justiert. Oh nein, warum legt er sich denn jetzt so weit vor beim letzten Mal? Habt ihr das gesehen? Könnte damit zusammenhängen, dass der Gegner an mir rumgezerrt hat? Ich weiß es nicht, aber das war natürlich blöd. Schön von Vidal. War ein guter Schuss dafür, dass das aus der Drehung war. Schade. Ah, geht nach Problemen. Das gefällt mir auch mit meinem Gegenpressing. Draxler, gar nicht gemerkt, dass er den auch spielt. Spielt er den als Inform oder als normal? Schade. Aber immerhin in die Ecke. So, vielleicht könnte sich immer Hummels jetzt immer dahin stellen. Ich meine, klar, Vidal hat ein geiles Tor gemacht, aber trotzdem. Was? Kein Elfmeter? Ich bin doch nur wegen dem Gegner umgefallen. Krass. Da war kein Ball in der Nähe. Habt ihr das gesehen? Oh, er dribbelt aber gut mit Cavani. Was war das jetzt gerade? Sehr schön. Ist gut. Schade. Das war aber auch ein schwieriger Schuss auf jeden Fall. So, Vidal, mach's mal bitte. Oh, Vidal kommt immer zum Kopfball, sehr schön. Wieder riskant. Sehr gut, von Alaba ist aber, glaube ich, von Alaba, von Dembele, ist aber, glaube ich, ein Foul gewesen. Am Ende des Tages dann. Ah, bin der ein bisschen langsam.
Der Ball sollte wo ganz anders hingehen. Zum Glück ist er dann wieder bei mir. Boah, ey, den habe ich, aber das war wieder so ein Gefühl, wo ich dachte, den macht er jetzt rein. Na, macht ihn nicht. Auch wieder ein paar krasse Paraden von Fährmann. Wahnsinn. Es ist halt auch dieser Team of the Group Stage und der ist halt gut. Hat man ja nun selbst auch lange. Ja, das sollte dahin. Ich mache einen straffen Pass, er macht irgendeinen verkrüppelten Pass und dann auch noch zum falschen Spieler. Boah, ey, da haben wir echt jetzt Glück gehabt. Das war eine richtige Aneinanderreihung von individuellen Fehlern, aber jetzt nicht von mir so richtig ausgelöst in dem klassischen Sinne. Der Pass sollte woanders hin und naja, ist ja egal. Schade. So, jetzt aber konzentrieren, konzentrieren, komm. Das war jetzt eine kurze Phase. Die ist wieder weg, jetzt dominieren wir da. Spielen wieder gut in der Verteidigung. Und! Oh, sah ganz anders aus. Kurzzeitig von dem Winkel her. Ich dachte echt, der geht rein. Scheiße, schade. War aber eigentlich ein guter Kopfball. Nur halt zu hoch. Ja, eigentlich müssten wir auch schon wieder 2-0 führen, mindestens. Schade. Aber halten den Gegner bisher gut in Schach. Jetzt konzentrieren. So, warte, ich atme nochmal kurz durch, ein, zwei Sekunden. Wir haben guten Druck gemacht, wir haben uns gute Chancen rausgespielt, waren halt leider keine hundertprozentigen, sondern ich sage mal, gute bis sehr gute Halbchancen. Und Fährmann hat wirklich wieder ein paar richtig geile Paraden gehabt, deswegen Konzentration. Wir haben bei uns ja Sommer, der bisher jetzt auch eigentlich einen guten Job gemacht hat. Und sieht man ja auch von den Werten her, dass der jetzt nicht wirklich schlechter sein sollte. Schön gearbeitet von Dembele. Schade. Oh, Hummels, Hummels, Hummels. Nice, da ist Hummels. Komm, Hummels. Der wollte auch mal lieber mit dem Fuß, wie es aussieht. Krass, wie wir den Ball halt rausspitzeln, aber irgendwie, ja, nicht im Ballbesitz bleiben. Jungs, nehmt mal den Ball mit, wenn er den rausholt. Das war mein Fehler, dieser Pass dann. Aber ich habe nicht gesehen, wo der Ball hingegangen ist und hatte dann schon auf Passen gedrückt. Ich hätte da auf Klären drücken müssen, das war mein Fehler. Also wenn das jetzt ein Tor geworden wäre durch diesen Abpraller. Ja, oh, scheiße, wäre es meine Schuld gewesen. Muss ich zugeben. Oh, schade, dass er mich nicht trifft. Das hätte rot geben können. Er wird aggressiver auf jeden Fall. Muss ich ein bisschen anpassen. Vielleicht mehr schnelle Pässe machen. Schön, dass der Schiri im Weg steht. Ich habe gar nicht, das Foul habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich da nicht mehr dabei war. Na, okay, das könnte man auch gelb geben, denke ich. Boah, ich würde übel gern zu dem jetzt hier spielen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich probiere es mal. Schade. Aber es hat geklappt, immerhin. Er wird langsam pissig, und man sieht, er macht viele dumme Grätschen. Jetzt muss ich unbedingt das nächste Tor machen, dann bricht er vielleicht noch ab.
Elfmeter. Oh ja, es gibt natürlich wieder nichts. Lächerlich. Einfach nur lächerlich, was hier teilweise nicht gepfiffen wird. War so ein Elfmeter. Das ist, glaube ich, der zweite in dem Spiel. Ne? Mali ist da auch das eine Mal ohne Ball so nach unten gerissen worden. Oh, getunnelt. Haben wir auch mal Glück. Schön. Dann können wir wieder über Rot reden. In den Rücken gespielt. Alter, was war das denn? Es wäre so ein einfacher Pass gewesen. Er spielt ihn in den Rücken rein. Geil. Einfach nur rüberlegen den Ball. Sollte natürlich nicht zu ihm gehen. Ich werde aber mal Dembele und Reus trotzdem auswechseln. Ich führe nur 1-0 und der Gegner baut gerade Scheiße. Vielleicht können wir das ausnutzen. Ich will das 2-0 haben. Oh, der Pass gerade von Vidal. Ich lege ihn extra rüber, weil Dembele stand vor dem Gegner. Er hätte den dann reinschieben können. Und er spielt ihn ganz blöd in den Rücken rein. Es war halt wieder Pech, dass er gerade in dem Moment wieder so einen schlechten Pass spielt. Ach, wir haben angeblich auch noch gefoult oder was? War das gerade ein Pfiff oder wie? Ich habe nicht gefoult. Gefoult? Gefoult. Ah, okay, der Gegner hat gefoult. Sehr gut. Jungs, rennt euch mal wieder nicht wieder Gegner in den Weg rein. Okay, haben wir kurz Glück. Finde so geil, dass er echt immer wieder dahin spielt, obwohl es halt total ersichtlich ist, dass das schief gehen wird. Glaube ich, ein Scheißballverlust. Danke, das ist Boateng halt, Innenverteidiger. Ich freue mich erstmal, dass wir kein Gegentor gefressen haben, aber ich ärgere mich darüber, dass wir jetzt nicht das 2-0 gemacht haben bisher. Nur noch dumm reingrätscht. Ja. Vielleicht geht der jetzt rot, war ja von hinten rein. Komm. Rot, komm, komm. Vor allem bei dem 1-0, der kann doch anständig und normal weiterspielen. Er hat doch noch die Chance, der wird noch mal ein Tor schießen, dann gibt es doch Verlängerung. Ist alles Zeit für mich, von daher kann er das ruhig machen. Solange sich keiner bei mir verletzt, ist doch alles gut. Rot? Wäre ganz lustig, wenn er noch rot hat, weil dann bekommt er nämlich, ja, hat er nämlich ein Spiel weniger, ein Spieler weniger im nächsten Spiel. Das ist doch schon mal schön. Wenn er, wie gesagt, bei dem 1-0, klar, ich kann diese Frustgrätsche nachvollziehen, auch nicht bei dem 1-0, wenn er einfach nur ein Tor brauchst. Ich habe ja auch nie auf Zeit gespielt gehabt. Ich habe erst jetzt rumgeeiert, nachdem er die ganze Zeit so blöd reingrätscht. Vorher habe ich ganz normal gespielt.
Ah, jetzt bricht er ab. Weil er sonst noch eine rote Karte bekommt. Oder er drückt dreimal Pause, das kann auch sein. Aber eigentlich dürfte er ja gar keinen Ballbesitz haben. Er hat ja nur mich getroffen und nicht den Ball, meiner Meinung nach. Ach, wunderschön, wunderschön. Naja, da haben wir das Spiel gewonnen. Ich werde jetzt erstmal eine Pause machen und was essen. Ich glaube, wir haben noch 19 Spiele. Also, ich glaube nicht, dass ich heute noch 9 Spiele schaffe, aber ich versuche es natürlich. Ich werde schnell was essen und dann werde ich, ja, die nächsten Spiele angehen. Und dann sehen wir weiter. Er wird jetzt auf gar nicht die dreimal Pause drücken. Dann werde ich jetzt einfach das Video beenden, wenn er das wieder macht. Ja, er konnte wahrscheinlich nur einmal auf Pause drücken. Will wirklich dreimal auf Pause drücken, oder? Krass. Aber es stört mich nicht. Ich werde jetzt das Video einfach beenden, weil wir müssen es ja nicht unnötig lang machen. Ist ja klar, dass ich gewinne. Aber ach nee, ich kenne euch. Ihr wollt es sehen, ihr wollt es sehen. Ich kenne euch. Okay, dann warten wir halt einfach. Vielleicht versucht er auch noch ein drittes Mal. Also er wird es noch ein drittes Mal versuchen, logischerweise, wenn er nicht schon mal auf Pause gedrückt hat. Also wenn er wirklich denkt, dass er mich damit ärgern kann, dann ist es genau das Gegenteil, weil ich weiß, dass ihn das gerade mega ankotzt und ihn das gerade mega aufregt und ihn das mega ärgert. Wahrscheinlich ärgert er sich auch über seine rote Karte, die er selbst verursacht hat. Und deswegen macht er das, weil er denkt, er kann mich damit ärgern, aber ich gewinne jetzt das Spiel und weiß, dass er gerade mega angepisst ist. Kann ich jetzt sogar noch mal Pause drücken oder was? Geht das? Also ist er jetzt für ihn auch pausiert oder nur für mich? Sehr geil. Wir haben gewonnen 1-0. Ich freue mich, dass wir zu 0 gespielt haben. Oh, hat er den Spieler des Tages? Nee, Quatsch. Man hat ausgewechselt, Dembele. Ich freue mich, dass wir gewonnen haben. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nicht das zweite Tor machen. Keine Vorlage. Und freue mich aber, dass wir auch zu 0 gespielt haben, endlich mal wieder. Und wir sind einen Sieg besser als beim letzten Mal nach 6 Spielen. Das ist doch schon mal gut. So, dann würde ich sagen, ich mache erstmal eine Pause. Und dann werde ich versuchen, noch mindestens 4 Spiele zu machen. Wären wir dann bei 15 Spielen? Oh, das ist echt noch viel. Ich hätte echt Bock, noch 9 zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wir müssen es gucken. Also, ich mache erstmal eine Essenspause in diesem Sinne. Bis dann. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, würde man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.